It's Tooltime, ja. Wie ihr schon sehen könnt, das ist mein toller Vergaser, der da ja nicht richtig funktioniert. Ich bin da schon geraume Zeit am Suchen, woran es da liegen könnte. Und sehe ich gerade, ist das hier direkt drin oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Ja, ich erkläre das mal ein bisschen, das Problem nochmal. Und vielleicht habt ihr da nochmal eine Idee und könnt mir da weiterhelfen. Ich bin da ziemlich ratlos. Also, ich fange da mal an. Also jetzt nur so verbildlicht, sage ich mal. Wenn ich hier gepumpt habe, ging der Sprit nicht hier oben rein. Also es lief nicht voll. Und ist unten, wo der Sprit reinkommt in den Vergaser, da sah man immer, wie es hin und her lief. Je nachdem, wie ich pumpte, vor, zurück, vor, zurück. Und dann habe ich gepumpt wie bekloppt und es passierte nichts. Der Vergaser wurde einfach nicht voll. Und ich habe das Gefühl, dass ja während des Fahrens, wenn der Motor mal läuft, auch mal mager und mal fetter sich automatisch einstellt, je nachdem, wie der lustig ist. Ja, dann habe ich ihn eine Weile stehen lassen und da gucke ich hin, dann ist auf einmal doch schon wieder Sprit hier oben in den Gummi drin, also in der Pumpe, von alleine hochgezogen. Das war auch nicht immer der Fall. Und solange da kein Sprit oben drin ist, ist die Karre auch nie angesprungen, das verrecke nicht. Ja, dann ist mir zu guter Letzt, wo ist das Teil? Na, ich habe es verklüngelt jetzt, ist mir dann hier das Gummi kaputt gegangen, was hier drin ist, also dieses Ventilchen, was da drin ist. Ja, dann wird er jetzt sagen, schlaue Leute, bauen mal einfach ein neues Gummi rein und ein neues Ventil. Das habe ich auch getan vom anderen Vergaser, wo das noch alles funktionierte. Und ja, es hat trotzdem nicht funktioniert. Das gleiche Problem. Der Sprit ist mal vor und zurück gelaufen. Also irgendwo muss der Luft ziehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und tja, die Membrane, die war, ich kann ja mal zeigen, die habe ich auch kontrolliert mit Taschenlampe und alles. Die ist noch in Ordnung. Die ist zwar schon, wie ihr seht, ziemlich ausgelutscht, aber sollte ihren Dienst trotzdem tun. Wie gesagt, bei dem anderen, wo ich dran geschraubt habe, hat das alles funktioniert. Vorher, bloß wo ich nie dran geschraubt habe, die Membrane, das Nüppelchen, das Ventil, ging hier wieder mal nichts. Also, ich bin ratlos. Jetzt hole ich mir mal mein Zeigedings. Ja. Sieb habe ich sauber gemacht. Weiß nicht, stellt die Kamera scharf. Dann sämtliche Gänge durchgepustet. Hier, dort. Ja, ihr kennt das ja selber von Auseinanderbauen. Hier ist ja noch was, da ist der Gang. Und ja, das ist auch noch funktioniert. Und das muss bündig sein, ist es auch, hier das Hebelchen. Und ja, ist jetzt schade, ist nämlich der Kugellager gelagerte Gashebel. Und ja, hier seht ihr jetzt so zwei, ups, ich bin ein bisschen aus dem Bild. Die Dinger, die macht man normalerweise auch raus. Da weiß ich nicht, was da drunter ist, das habe ich im Internet bei keinem der Filme richtig sehen können, was da drunter ist. Genauso wie dieses Ding. Das muss man da mit so einem Spezialwerkzeug reinspieksen, rausholen. Da genauso. Dann gehen die Deckelchen natürlich kaputt. Und jetzt auch wieder die Frage, wer weiß, wo man die nachkaufen kann. Tja, keine Ahnung. Also ich habe es nicht gefunden. Man kriegt zwar das Siebchen hier. Wo ist es? Das kriegt man wohl gekauft, aber diese Dinger nicht. Und wenn man den richtig reinigen möchte, dann musste man auch die Dinger rausmachen, logischerweise. Da habe ich auch rausgeschraubt, die beiden Einstellschrauben durchgepustet, alles. Tja, ich bin ratlos. Genauso wie das Teil jetzt hier. Die Membrane, die scheint mir auch noch in Ordnung zu sein. Da kann ich also nichts dran finden, was auf irgendeine Art und Weise kaputt wäre. Also, wenn ihr jetzt so ein Ding habt und das gleiche Problem schon gehabt habt, könnt ihr mir ja sagen, wie ihr das Problem gelöst habt? Das wäre mal ganz nett. Und irgendwo stand ja auch drauf, was das für ein Vergaser ist. Da, falls ihr da mal für mich googelt oder wisst, wo man sowas kaufen kann. Also WT. Was haben wir da? Da kann ich das gar nicht sehen bei dem Dreck. Ist das jetzt eine 5 oder was? Ganz toll. Nee, also, das ist 668-0436. Also, das ist das teure Stück. Ja, Udi ratlos. Ja, dann hoffe ich mal auf eure Antworten und ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Jetzt muss ich erst mal abwarten, was sich da ergibt und dann mal weiter überlegen, was ich damit mache. So, genug erzählt. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
Ich sage schon mal Dankeschön im Voraus. Bis dann. Ciao.